Die Menschen sind als Publikum das allerbeste Publikum. Sie lassen sich amüsieren, sie lassen sich imponieren. Sie strahlen und bezahlen und sind schnell mit dem Applaus. Und wenn die Show aus ist, gehen sie freiwillig nach Haus. Die Menschen sind als Publikum famos. Nur eine Sorge werd ich nicht mehr los. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, damit man lächeln kann. Die Tränen, die man weint, sind nie die richtigen. Man warte lieber, bis sie sich verflüchtigen, möglichst schnell, möglichst bald. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Guten Tag. Sie sehen fantastisch aus. Man bietet ihnen Kaviar und Hummer an. Doch niemand bietet irgendeinen Kummer an. Nach und nach sagt man nicht. Man steht in seiner Dunkelheit und hütet sich vor jedem Wort und lässt die Welt sich drehen. Steht und lässt die anderen stehen. Denn niemand soll bemerken, dass man traurig ist. Es genügt, dass man es selbst bemerkt. Ein Trauriger ist selten ein Sympathischer. Ein Lustiger ist weitaus demokratischer. Wer's begreift, wird nicht traurig sein. Doch wenn du trotzdem traurig bist, dann schluck es schnell hinunter. Du könntest dich auch irren. Warum die Leute verwirren? Sei augenblicklich glücklich. Das kann jeder, der es will. Und wenn du es partout nicht kannst, dann trink ein paar Promille. Mit mir freuen sich die Menschen jederzeit. Nur eines bringt mich in Verlegenheit. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, weil es gefährlich wäre. Egal, ob einer nachts in seine Kissen weint. Egal, ob einer hinter den Kulissen weint. Offiziell
bleibt man froh. Ein guter Mensch muss glücklich sein. Wer Trauer fühlt, ist selber schuld. Das ist des Pudels Kern. Schmerz ist einfach unmodern. Man sagt zu keinem Menschen, dass man traurig ist. Denn wozu? Er weiß es ohnehin. Man schweigt nicht nur, weil traurig sein so schaurig ist. Man schweigt auch, weil man weiß, dass jeder traurig ist. Und der Trost resigniert im Raum. Und der Traum resigniert im Raum.